Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Grim Tales Gefährliche Wünsche. So, ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr gespielt, auch in den letzten Tagen kamen keine Grim Tales Videos. Es liegt einfach daran, dass ich gerade im Moment nicht so viel Zeit hatte, auch nicht da war und ja, liegt einfach daran. Ist so, kann ich jetzt nichts ändern. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Der Brenner benötigt ein Glasröhrchen. Haben wir eins? Nein, wir haben natürlich kein Glasröhrchen. Naja, dazu gibt es auch eigentlich nichts weiteres zu sagen. Ist so, kam jetzt halt ein paar Tage, zwei Projekte nicht, aber ist dann so, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Ist jetzt Pech. So. Was müssen wir hier noch machen? Startet den Brenner. Dafür braucht man noch so ein Gasröhrchen. Oder so ein Glasröhrchen. Da können wir gar nichts machen. Wir können eigentlich noch den Brenner starten. Aber wie? Vielleicht mit einem Diamanten, mit einem Schraubenzieher, mit einer Katze. Ja, das ist eine schöne Frage. Mit was oder wo vielmehr ist jetzt dieser Stab? Hier ist er anscheinend ja nicht. Da geht's da ja noch runter. Ich glaube nicht, dass das uns hilft. Erstmal, ich suche jetzt erstmal alles ab. Der hat auch nichts mehr, der eingefrorene Typsi. Dann gehen wir nochmal ins Haus. Und gucken uns hier erstmal noch einmal alles an. Aha. Es muss schwierig sein, in solch einem Klima zu überleben. Selbst der Schamane, der sein ganzes Leben schon hier lebt, ist zu Eis erstarrt. Wow, hilft da vielleicht unsere Katze? Nein. Aber wieso kann ich den anklicken? Naja. Ne, mehr ist da auch nicht. Das erzählt er mir dann nur. Das ist dann ja auch nicht so wichtig. Haben wir hier noch irgendwas? Es scheint aber nicht so. Wir haben echt alles ausprobiert. In der Höhle in der Grey Lark gibt es ein Glasröhrchen. Nimm sie mit. Ach klar, da waren wir noch gar nicht drin. Wieso kann ich... Ach, wieso habe ich den Tipp benutzt? Da waren wir doch noch gar nicht drin. Es ist klar. Naja, ach da. So. Und schon haben wir unser Glasröhrchen, das wir da jetzt einbauen können. So. Und natürlich gibt es eine Info. Ordne die Zahlenscheiben so an, dass die niedrigste oben und die höchste unten ist. Du kannst nur die Zahlen oben in der Mitte eintauschen. Oder du klickst auf das Fragezeichen, um eine zufällige Zahl von 1 bis 50 zu erhalten. Dass die kleinste Zahl oben ist. Hä? Achso, jetzt ist die 3 da. Tauscht die mal. Achso. Aha. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ach ja, ehrlich. Tausch das nochmal mit der 3. Jetzt ist da aber eine 8. 8 ist aber trotzdem die kleinste, das macht nichts. 8, dann müsste jetzt 11 kommen. Welche Zahl ist das jetzt? 25. Das ist jetzt 12 die kleinste, muss da jetzt 13 hin. Jetzt haben wir da 36. 36, 36, das muss erstmal getauscht werden mit der 7 und mit der 16. Mach das mal. 7 haben wir da jetzt. Aha, das müssen wir jetzt mit der 8 durchtauschen. 7, 12, ja. 11 muss mit der 12. Nein, nicht mit der 7. Ah, passt auch so. 11, 12, ja, passt. Jetzt haben wir da eine 8. Was bringt mir das jetzt?
Nee, ich will jetzt. Tausch das mal mit der 47. 8 und 14 haben wir jetzt. Nein, nicht mit der. Doch, er passt aber trotzdem. Okay. 13 muss mit 14 getauscht werden. 16 mit 8. 12 mit 13. 14 mit 16. 29 mit 45. 47 mit 23. 45 mit 47. Die 6 mit der 11. Die 13 mit der 12. Die 16 mit der 14. Die 23 mit der 29. Die 47 mit der 45. Die 48 mit der 27. Die 29 mit der 47. Hä? Markus, 21. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen. 36 vor die 45. Das tauscht dann ja einfach einmal. Das ist eine ziemliche Rumtauscherei. Ja. Eine 3. Na toll. 8. Mit der 25. Bis jetzt sind wir nur da oben beschäftigt. Das nervt noch so ein bisschen. Ja, das passt jetzt soweit. Aber müssen wir das mal so machen. So, 29 muss hier hin. 46 kann dann dorthin. 14, das ist eigentlich völlig egal. Das kann ich auch einfach damit tauschen. 12 kann ich einfach mit der 3 tauschen. Das macht auch nicht so viel. Das ist jetzt eigentlich wieder eine anständige Zahl kommt, die ich wirklich brauche. Kann ich jetzt einfach mit irgendwelchen tauschen. Die 6 brauche ich. Doch, die 6 kann ich aber einfach verwenden. Die 8 kann ich auch einfach verwenden. Die 7 auch. Die 12 auch. Okay, wir machen mal so 21. Können wir gegen die 25 mal tauschen? Ach, die 36 können wir gegen die 46 tauschen. Die 47 können wir gegen die 27 tauschen. Die 45 können wir gegen die 47 tauschen. Die 49 gegen die 16. Die 25 bringt mir eigentlich. Können wir dagegen tauschen? Und die 27 einfach dagegen. 46 könnten wir gegen 45 tauschen. 47 gegen 49. Hä? Hä? Nochmal, hey, ich hab das. Ordne die Zahlenscheiben so an, dass die niedrigste oben und die höchste unten ist. Du kannst nur die Zahlen oben in der Mitte eintauschen. Oder du klickst auf das Fragezeichen, um eine zufällige Zahl von 1 bis 50 zu erhalten. Aha, das heißt aber, ich könnte jetzt den gegen den tauschen. So. Haben wir eine 45, die muss vor die. Noch erstmal vor die 49. 36 muss davor. 27, oh, machen wir mal so. Die passt so. 7 kann dahin. Die 13 kann gut vor die 12. 16 kann gut hinter die 12. Die 23 kann gut dahin. Und die 49 kann gut dahin. Hä?
passt das jetzt nicht. 46 kann vor 47. 14 kann nirgendwo hin. Könnte da jetzt einfach mal hin, ganz kurz. Nein, Fragezeichen. 43, die kann. Ja, vor die 36. Eine 45 kann vor die 46. Eine 49 kann nochmal hinter die 14. 29 haben noch keine gute Verwendung. Eine 19. Eigentlich auch noch nicht, aber passt, finde ich, besser dahin. Eigentlich würde es ja passen, aber wieso nicht? Hä? Was ist denn das für eine Kacke? 37, ja, ganz toll. Kann hinter die 27. 45 kann vor die 49. 16 kann vor die 36 dort oben hin. Wieso ändert sich diese Zahl immer? Das nervt so ein bisschen. Also kannst du da nicht so gut tauschen. Das war falsch, aber passt. Naja. So, da oben haben wir schon mal 6, 7, 8. Die 23 kommt da mal hin. 16 kann da hin. 14 kann da hin. 12 kann da hin. Und 8 kann da hin. 7 könnte dahin. Eine 13 könnte vor die 14. 13, 14, ja. Sorry, da bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. 27 kann hinter die 6. Hinter die 25. Die 45 kann vor die 46. Die 47 kann hinter die 46. Ha, wir haben es geschafft. Wie auch immer das jetzt. Eben hat es doch auch eigentlich gepasst, aber naja. Und jetzt kann Gray nach Hause fliegen. Mit seinem tollen Heißluftballon. Und wir sind jetzt wieder hier. Im Baumhaus des kleinen Jungen. Aber hier mache ich dann einmal ganz kurz ein kleines Folgenhäuschen. Bis dahin. Tschüss.